Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Es geht Schlag auf Schlag für den HSV, denn am Sonntag empfangen wir den 1. FC Magdeburg zum Heimspiel im Volksparkstadion. Und darüber und über vieles mehr wollen wir heute reden in unserem Admiral Bett Spieltagscheck. Und das machen wir heute mit Jonas David. Moin Jonas. Moin. Aber bevor wir zu dir kommen, Jonas, starten wir heute mit einem Gewinnspiel in die Folge. Und zwar gibt es ein von der Mannschaft komplett unterschriebenes Trikot zu gewinnen. Dazu kommen wir aber später noch in der Folge, denn jetzt geht es erstmal um dich, Jonas. Und es geht um die englische Woche. Wir sind leider mit zwei Niederlagen jetzt in die englische Woche gestartet. Wie sehr hilft es, dass eben so schnell dieser Rhythmus weitergeht, dass man sich gar nicht so lange auf solche Niederlagen fokussieren kann? Ja, das, wie du halt sagst, dass die Spiele Schlag auf Schlag gehen und so hat man dann in 3-4 Tagen die Chance wieder zu spielen und direkt dann aus den zuvorigen Spielen zu lernen und das direkt umzusetzen. Du sagst zu lernen, wir schauen einmal zurück auf die Partie gegen RB Leipzig, gegen den amtierenden Pokalsieger, eine Mannschaft, die in der Champions League spielt. Was konntet ihr mitnehmen aus dieser Partie? Was konnte man sich von den Leipzigern abschauen? Also zunächst für uns haben wir klar gesagt, dass wir auf jeden Fall die erste halbe Stunde mitnehmen können. Ich denke, da haben wir uns sehr, sehr gut präsentiert. Wir haben das ganze Spiel über mutig gespielt, was wir uns auch vorgenommen haben. Das wollen wir natürlich beibehalten jetzt auch für die Liga. Genau, und ja, wie gesagt, vor allem auf die erste halbe Stunde aufbauen. Und ja, was kann man mitnehmen? Mitnehmen können wir, oder was wir uns vielleicht noch abschauen können von denen, ist auf jeden Fall die Art, wie sie ihre Konter ausspielen, wie sie dann nach Ballgewinn nach vorne spielen. Und ja, das ist sicherlich was wir uns auch noch aneignen wollen oder noch mehr verbessern wollen. Und das hat man dort dann vielleicht schon fast in Perfektion oder in einer sehr guten Ausführung bei denen gesehen. War das für dich eine spezielle Herausforderung, eben weil das ja auch eine wirklich namhafte Offensive war? War das für dich eine spezielle Herausforderung, die da auf dich zukam in dem Spiel? Ja, was heißt speziell? Es war dann, du sagst die Namen, es war halt eine andere Qualität dann wie in der zweiten Liga. Da muss man dann schon wacher sein oder da kommen andere Herausforderungen auf einen zu. Aber das nimmt man natürlich an und gibt sein Bestes. Wir schauen jetzt noch einmal zurück auf die Partie und schauen dann aber auch ganz schnell nach vorne und das machen wir in der Rubrik Unser HSV. Für den HSV geht es Schlag auf Schlag. Nur wenige Tage nach der verlorenen Pokalpartie bei RB Leipzig steht am Wochenende das nächste Spiel in der Liga an. Auch wenn unsere Jungs den Blick voll auf den kommenden Gegner aus Magdeburg richten, können sie aus der Pokalniederlage in Leipzig einige Lehren mitnehmen. Wir haben hinten gut rausgespielt, wir haben mit viel Mut, also mit viel Selbstvertrauen rausgespielt und sind gut nach vorne gekommen. Haben dann halt ein bisschen zu spät manchmal abgeschlossen, ein bisschen zu viel rumgespielt vielleicht, aber an sich haben wir ein sehr gutes Spiel mit Ball gemacht. Gegen den Ball können wir uns anscheinend, wie man Ergebnisse sieht, nochmal verbessern, aber im Grunde genommen haben wir es echt gut gemacht. Gegen Magdeburg mit dabei werden auch die zuletzt angeschlagenen Spieler Robert Glatzel und Laszlo Benisch sein. Nachdem sie in Leipzig verletzungsbedingt ausfielen, nahmen beide unter der Woche wieder am Teamtraining teil. Schlechte Nachrichten gab es unterdessen von Moritz Heyer und Bakary Yatta. Beide zogen sich gegen RB Leipzig Außenbandverletzungen zu und werden dem HSV vorerst nicht zur Verfügung stehen. Nach zwei Auswärtsspielen in Folge werden die Rothosen am Sonntag wieder vor heimischem Publikum spielen. Auch wenn die Unterstützung der Fans bei den Auswärtsspielen überragend war, freut sich die Mannschaft nun auf das heimische Publikum. Ja, das hat nochmal richtig Motivation jetzt für mich und auch für meine Teamkollegen gegeben. Es war geil, da eben vor die Fans nochmal zu gehen und dass die einen dann nochmal so, ja, das motiviert einen auch für Sonntag. Jetzt freut sich schon jeder darauf, am Sonntag bei uns zu Hause wieder Gas zu geben und wollen wir endlich wieder einen Sieg feiern mit unseren Fans. Gemeinsam mit ihren Anhängern werden unsere Jungs am Sonntag ihr Bestmögliches geben, um die englische Woche mit einem Sieg zu beenden. Ja, Jonas, deine Verletzung liegt jetzt ungefähr ein Jahr zurück. Du hast dann etwas weniger gespielt, jetzt wirst du aber wieder gebraucht. Hast du die ganze Zeit auf diese Chance gewartet? Ja, es hört sich mal ein bisschen komisch an, wenn man sagt gewartet. Ich glaube, wenn man nach einer Verletzung zurückkommt, geht es darum, so schnell wie möglich wieder auf den Stand zu kommen, dass man, wenn man gebraucht wird, sage ich mal, oder die Chance halt wieder kommt, auf dem Level ist, dem Team zu helfen. Und ja, dafür haben wir mit den
Reha-Coaches, mit den Athletik-Coaches viel gemacht, viel trainiert und damit man dementsprechend wieder Vollgas geben kann. War es für dich auch ein bisschen schwer, diese Zeit abzuwarten? Da war in der Innenverteidigung gibt es ja nicht so oft diese Wechsel, dann da erstmal doch leicht hinten dran zu sein? Ja, genau. In der Innenverteidigung ist es, wie du selbst sagst, anders vielleicht wie vielleicht als auf dem Flügel, wo man vielleicht öfters reinkommt oder man schneller durchwechselt. Aber so ist dann natürlich auch, wenn du spielst, dann spielst du halt erstmal und wirst dann halt auch nicht ausgewechselt. Also es hat quasi sozusagen Vor- und Nachteile, sage ich mal. Und ja, wenn man dann natürlich erstmal dran ist, muss man natürlich noch mehr arbeiten, um den Abstand so gering wie möglich zu halten und immer, ich sage jetzt mal, in Schlagdistanz zu bleiben. Damit wurdest du jetzt zumindest auch in Teilen belohnt. Es war für dich der erste Startelf-Einsatz seit November vergangenem Jahr. Wie hast du das Spiel auf dem Platz erlebt? Ja, natürlich ist es ärgerlich, dass wir das Spiel dann am Ende so deutlich verloren haben, was, denke ich, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, schon ein Stück zu hoch war, zumindest die Differenz. Dennoch war es ein sehr schönes Gefühl, wie fast nach einem Jahr, so, wo die mir das gesagt haben, dass mein letztes Spiel im November war, da dachte ich auch so, ja, okay, krass, das ist ja echt schon ein bisschen her. Aber ja, war auf jeden Fall sehr schön und ich freue mich aufs nächste Spiel. Du verteidigst jetzt zusammen mit Mario Vuskovic, war auch zum ersten Mal in einem Pflichtspiel, dass ihr gemeinsam die Verteidigung gebildet habt. Wie ist so die Chemie zwischen euch? Konnte man sowas auch im Training aufbauen, dass das passt miteinander? Ja, also im Training wechseln wir unsere Innenverteidigungspartner eigentlich immer durch. Also man spielt mit jedem zusammen, sodass wir halt für solche Fälle auch vorbereitet sind, dass man schon grob oder zumindest ja, grob die Abläufe kennt, die der andere hat und man sich dementsprechend schon aufeinander abstimmen kann. Nach der Sperre von Sebastian Schonlau hat Tim Walter sehr schnell und sehr früh klar gemacht, dass du spielen wirst, jetzt auch die nächsten Partie. Was bedeutet dir dieses Vertrauen, was er dir so schnell ausgesprochen hat? Ja, das freut mich natürlich, dass es da für ihn klar war. Und das versuche ich dann dementsprechend in den Spielen zurückzuzahlen, damit die Entscheidung auch, ja, damit sie gut ist. Ne? Hilft dieses Vertrauen auch deinem Spiel, was ja eben auch sehr viel auf Mut basiert, hilft es dir in deinem Spiel, es auf den Platz zu bringen? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich denke, für jeden Spieler ist ein schönes Gefühl, wenn er weiß, dass der Trainer ihm vertraut und dementsprechend kann man dann auch vielleicht noch ein Stück weit freier aufspielen. Wechseln wir jetzt einmal von deinem aktuellen Trainer zu einem deiner Ex-Trainer, gegen den es jetzt am Wochenende geht, zu Christian Titz. Welche Rolle spielt Christian Titz in deiner Karriere? Ja, gerade in den Anfängen oder während der ersten Schritte im Profibereich, aber auch während der letzten, sage ich mal, im Jugendbereich hat er eine sehr große Rolle gespielt. Wie gesagt, er war mein Trainer in U17 gewesen, wo wir auch eine sehr gute Saison gespielt haben mit dem Jahrgang, wo wir auch einige Spieler dann hier bei uns auch gespielt haben in Pflichtspielen. Und ja, klar, unter ihm habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben, mein Debüt gegeben, meine erste Vorbereitung, also eigentlich fast alle ersten Male sozusagen bei den Profis, habe ich mit ihm zusammen erlebt und deswegen bin ich ihm doch sehr dankbar. Und ja. Wie ist er als Mensch, was hat er dir damals mitgegeben, eben um diese Schritte gehen zu können? Er hat sehr auf Details geachtet und immer versucht, einen auch individuell besser zu machen. Und das ist natürlich gerade, wenn du als junger Spieler hochkommst, sehr wichtig, wenn da ein Trainer ist, der auf jeden achtet, sage ich mal, und versucht wirklich jeden zu verbessern und dann kann man da oder konnte ich dort sehr viel mitnehmen. Wenn man auf den Spielstil von Christian Titz schaut, ist er eben auch sehr ballorientiert, ähnlich wie unser. Kannst du den Spielstil so ein bisschen beschreiben, was ihn ausmacht? Ja, ich würde ihn auch wie bei uns als dominant beschreiben, auch mutig in der Spieleröffnung. Ich spiele auch viel über den Torwart, soweit ich weiß. Und ja, also wie gesagt, es wird ein interessantes Spiel, weil die, denke ich, versuchen werden auch, wie wir, den Ball zu halten und ihr Spiel quasi uns aufzudrücken. Aber genau dasselbe haben wir ja auch vor und dementsprechend wird es, denke ich, ein gutes Spiel werden. Ja, du sprichst es schon an, mit dem HSV und dem 1. FC Magdeburg treffen jetzt die beiden Mannschaften aufeinander, die den meisten Ballbesitz haben in der Liga. Was glaubst du, welche von beiden Mannschaften kann da ihr Spiel eher durchdrücken? Ja, also ich denke natürlich, dass wir das sind. Dennoch sollte man ihren Spielstil nicht unterschätzen. Ist auch schwierig, dann dort Ballgewinne zu erlangen. Aber also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass unser Spielstil da sich durchsetzen wird. Was stimmt dich da positiv für? Ja, ich kenne ja meine Jungs, seine Mannschaft und ich weiß,
was wir in der Lage sind zu leisten. Und deswegen. Wir haben den Spielstil vom 1. FC Magdeburg schon etwas angesprochen und worauf man noch beim FCM achten muss, das schauen wir uns jetzt an im Gegnercheck. Am Sonntagnachmittag empfängt unser HSV den 1. FC Magdeburg im Volkspark. Der Aufsteiger aus Magdeburg kommt mit 2 Niederlagen in Folge im Gepäck nach Hamburg. Nach der 0:2-Pleite gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Wochenende sind die Magdeburger auf Platz 17 in der Tabelle abgerutscht. Dort steht der FCM nicht zuletzt wegen seiner schwachen Chancenverwertung. Trotz hoher Ballbesitz und Passquote, die beide pro Spiel deutlich über dem Ligadurchschnitt liegen, tun sich die Magdeburger besonders gegen tiefstehende Gegner schwer. Das spiegelt sich auch auf das Torverhältnis wider. Bisher erzielte der FCM nur 13 Ligatore. Zu wenig für Chefcoach Christian Titz, der die oftmals harmlose Offensive seiner Mannschaft zuletzt kritisierte. Für Christian Titz wird das Spiel am Sonntag eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte sein. 2018 war er Trainer der Rothosen und kehrt nun erstmals in den Volkspark zurück. Seit 2021 ist der 51-Jährige nun Coach der Magdeburger. Und das mit Erfolg. Im Sommer stieg der FCM unter Titz als Drittligameister mit 14 Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz 2 in die zweite Bundesliga auf. Dort treffen die Magdeburger nun erstmals seit 3,5 Jahren auf die Rothosen. Mit anreisen wird auch Torjäger Moritz Quarteng. Auch er kennt das Volksparkstadion als Ex-HSVer besonders gut. Mit 4 Saisontreffern ist Quarteng der erfolgreichste Torschütze des Aufsteigers, der gegen seinen Ex-Club sicher eine extra Motivation hat, zu treffen. Am Sonntag wird sich zeigen, wie sich der 1. FC Magdeburg bei Christian Titz und Moritz Quartengs Rückkehr in den Volkspark schlagen wird. Auch in den anderen Stadien der zweiten Bundesliga finden am Wochenende wieder weitere spannende Partien statt. Hier ist eine Übersicht für euch. Zum Auftakt des 13. Spieltags empfängt Tabellenführer Darmstadt Holstein Kiel. Hansa Rostock trifft auf den 1. FC Kaiserslautern. Am Samstag reist Hannover 96 nach Nürnberg. Jahn Regensburg spielt gegen den SV Sandhausen. Eintracht Braunschweig empfängt den SC Paderborn. Der FC St. Pauli reist zu Arminia Bielefeld. Zeitgleich zu unserem Spiel am Sonntag trifft der 1. FC Heidenheim auf Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf reist zum Karlsruher SC. Wir kommen jetzt zum Abschluss natürlich noch zur Crunch-Time. Jonas, du hast sie letztes Jahr schon einmal erlebt. Ich erkläre dir die Regeln trotzdem natürlich einmal kurz. Du hast 60 Sekunden Zeit, den Ball hochzuhalten. Dabei stelle ich dir einige Fachfragen zu dir, deiner Karriere und zur Welt des Fußballs. Für jede richtige Frage oder jede richtige Antwort kriegst du einen Punkt. Sollte dir der Ball runterfallen, kannst du ihn wieder aufheben und dann weiter jonglieren, kriegst aber einen Minuspunkt. Okay. Ansonsten liegt der All-Time-Rekord aus dieser Saison und damit auch Saisonführender bei 14 Punkten von Robert Glatzel. Ich habe bei dir letztes Jahr einmal nachgeguckt, bei dir waren es 5 Punkte im vergangenen Jahr. Da geht halt ein bisschen mehr, oder? Ich hoffe. Super. Wenn du keine weiteren Fragen hast, dann würde ich von 3 runterzählen und dann sage ich 3, 2, 1 und los. Gegen wen hast du dein einziges Pflichtspieltor für den HSV erzielt? Nürnberg. Korrekt. Wer hat die meisten Assists in unserem Game, Team? Sonny. Richtig. Welcher Bundesligist hat am Mittwoch seinen Trainer entlassen? Schalke. Richtig. Wer war dein HSV-Trainer bei deinem Zweitliga-Debüt? Christian Tietz. Richtig. Im November fliegen wir in die USA. Wie heißt die erste Fußballliga dort? MLS. Richtig. Wer stieg in der vergangenen Saison als Drittligameister in die zweite Bundesliga auf? Magdeburg. Richtig. Wer ist aktuell Schlusslicht der zweiten Liga? Fürth? Nein. Nenne einen Spieler von Magdeburg, mit dem du gemeinsam beim HSV gespielt hast. Muss bei den Profis sein? Ja. Ito. Korrekt. Der 1. FC Magdeburg hat durchschnittlich mehr Ballbesitz als der HSV. Wahr oder falsch? Falsch. Es ist wahr. Wer ist älter, Ludovit Reis oder du? Ich. Korrekt. In welchem Bundesland liegt Magdeburg? Alter. Wie viele Buchstaben hat dein Nachname? Wo liegen Magdeburg? Ich weiß, irgendwo im Osten, ne? Ja, Sachsen-Anhalt. Ah, ja, okay. Wir haben zusammengezählt. 8 Punkte sind es am Ende geworden, Jonas. Eine Steigerung zum letzten Jahr. Bist du zufrieden? Ja, mit Bundesland von Magdeburg. Hätte ich eigentlich wissen müssen, aber sonst nicht zufrieden. Das ist eine Steigerung. Vielleicht darfst du in der Rückrunde ja noch ein
zweites Mal antreten und dann versuchen wir uns wieder zu steigern. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du heute mit dabei warst und kommen jetzt noch einmal zum angekündigten Gewinnspiel. Das Trikot kommt noch einmal reingeflogen zu Jonas. Ihr könnt, wie gesagt, ein komplett von der Mannschaft unterschriebenes Trikot heute gewinnen. Und zwar geht das wie folgt. Ihr müsst einmal Abonnent von unserem YouTube-Kanal sein, dann dem Video einen Daumen nach oben geben und in die Kommentare schreiben. Und zwar habt ihr Zeit, bis zum Anpfiff am Sonntag, also 13.30 Uhr, euren Tipp abzugeben, wie die Partie zwischen dem HSV und dem 1. FC Magdeburg ausgeht. Unter allen richtigen Tippern wird dann das Los entscheiden. Seid ihr der Einzige, der richtig tippt, habt ihr das Trikot gewonnen. Somit ist da, glaube ich, alles klar. Dann am Ende noch ein Gruß an Ryan und sonst vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, wie immer, nur der HSV.